Ob die Ermittler bereits eine heiße Spur zu den Tätern oder Hintermännern der Tat haben, Rath mahnte zu Geduld. Wir müssen der Polizei und den ermittelnden Einheiten um sie herum den Raum geben, voranzukommen. Ich will aber betonen, dass sie mit Geschwindigkeit und Professionalismus voranschreiten. An den Ermittlungen seien mehr als 250 Polizisten der Antiterror-Einheit beteiligt, sagte Rath. Sie hätten etwa 200 Zeugen identifiziert und 240 Beweismittel sichergestellt. Auf die Frage nach möglichen Reaktionen Londons sollte sich herausstellen, dass Russland seine Finger im Spiel hat, wollte sich Rath nicht einlassen. Es gehe jetzt darum, Beweise zu sichern, damit eine Zuordnung der Tat klar erfolgen könne. Sicherheitsstaatssekretär Ben Wallace hatte zuvor angekündigt, Großbritannien sei bereit, mit voller Macht zu antworten. Wollte Rath mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen noch nicht sagen. Skripal und seine Tochter seien weiterhin in einem kritischen Zustand, sagte Rath. Ein Polizist, der ebenfalls verletzt wurde, ist Rath zufolge schwer krank, aber er sei ansprechbar und interagiere mit seiner Familie. Er ließ am Samstag mitteilen, er sei kein Held, sondern habe nur seinen Job gemacht. Die Polizei hatte am Freitag die Unterstützung des Militärs angefordert und die Ermittlungen ausgeweitet. Am Samstag war auf Fernsehbildern zu sehen, wie Spezialeinheiten der Streitkräfte, wie dort Beamte in gelben Schutzanzügen am Freitag Beweismittel sicherten. Auf dem Friedhof sollen Medienberichten zufolge Skripals Ehefrau und Sohn begraben liegen. Unklar ist bislang, wie die Opfer mit dem Nervengift in Kontakt kamen. Medien berichteten unter Berufung auf Ermittlerkreise, die Quelle des Gifts könne sich im Haus Skripals befunden haben. Der Fall erinnert an den Mord an dem Ex-Agenten und Kreml-Kritiker Alexander Litwinenko, der 2006 in London mit radioaktivem Polonium vergiftet wurde. Die Spuren der Täter führten damals nach Moskau. Das hat zu Spekulationen geführt, der Kreml könnte erneut seine Hände im Spiel haben. Der britische Außenminister Boris Johnson kündigte eine angemessene und robuste Reaktion an, sollte sich herausstellen, dass Russland hinter der Tat steckt. Moskau streitet jede Beteiligung an dem Attentat ab und klagt über antirussische Propagandaquelle ntv.de.